Ja, nach unserem fünftägigen Roadtrip mit Dachzeltauto sind wir heute wieder unterwegs im Hohen Westerwald. Herrliches Sommer-Sonnenwetter. Und wir haben hier richtig Bock, die nächsten Tage schwimmen zu gehen, zu radeln. Von hier aus auch weitere Kanutouren auf der Lahn zu starten mit unterschiedlichem Equipment. Da haben wir ein paar coole Ideen, wie wir mit unseren Pennerautos, auch mit unterschiedlichen Zelten, mit Dachzelt, mit Feldbettzelt reisen können. Und planen dabei jetzt schon die ganze Zeit außer kleinen Projekten, kleinen Aktionen, auch immer wieder schon größere Projekte. Ob die realisierbar sind, das wird sich zeigen. Keine Pferde da. Schade. So, wir sind jetzt hier am See und werden jetzt gemeinsam mit unseren Hunden eine Runde schwimmen gehen. Oh, die Luzi schwimmt schon allein. Unsere Hunde sind ja schon über die Jahre immer wieder gewohnt, auch schwimmen gehen zu dürfen. Vielerorts ist es verboten. Aber hier befinden wir uns an der Krombachtalsperre an einem Strand abseits von Campingplätzen. Und hier ist es cool, dass wir gemeinsam mit unseren Hunden wie in Skandinavien schwimmen gehen können. Ja, meine Hüft-OP, die mich die letzten Wochen beschäftigt hat, ist jetzt genau auf den Tag, genau auf die Stunde, genau 7 Wochen her. Wie viele Wochen denn? 7 Wochen her. Es ist, Samira sagt gerade falsch, aber sie ist falsch informiert. Es ist genau 7 Wochen her. Vor 7 Wochen lag ich genau um diese Uhrzeit in Weilburg auf dem OP-Tisch und dann hat er an mir rumgesägt. Und jetzt bin ich gerade dabei, in die Krombachtalsperre zu gehen, um hier schwimmen zu gehen. Das finde ich total geil. Und das ist wieder die Rückkehr, schnelle Rückkehr in eine mega geile Lebenskultur. So, ihr Hunde, dann kommt mal her, ich will euch filmen. Ja, super macht ihr das. Also Badewannentemperatur hat die Krombachtalsperre gerade nicht. Jetzt muss ich schwimmen, aber sehen, dass die Kamera nicht mit untergeht. Herrlich. Wo bist du, Luzi? Komm. Ja, mit der GoPro-Kamera in der Hand hier schwimmen zu gehen. Ich habe die GoPro hat einen Schwimmkörper als Griff. Das heißt, sie wird nicht untergehen. Insofern kann nichts passieren. Mit der Kamera schwimmen, nur mit einer Hand schwimmen. Oh, anstrengend. Luzi, komm! Schön. Aber das Wasser ist schon schön warm. Ich tippe mal 20 Grad oder so. Ja, bestimmt. Also das, am Anfang war es nicht so, aber für morgens schwimmen ist es super. Wenn man mittags so heiß ist, ist es schon fast nicht mehr erfrischend. Cool. Gemessen an den kalten Seen der letzten Wochen. Basaltsee, und wo war es noch kalt? Wo wollen wir noch schwimmen? Am Wiesbadsee und
Ah, es ist schön. Fast wie Urlaub. Ich meine, das ist ja schon ziemlich dreist, wenn man einfach sein Leben so gestaltet, wie ich das fast mein ganzes Leben gestaltet habe. Einfach wie Urlaub. Ja, damit meine ich. Ich fand mein ganzes Dasein hier auf dem Planeten Erde war einfach. Ja, wie Urlaub. Und wenn ich da zurückblicke, ich würde mein Leben wieder genauso gestalten, wie ich es gemacht habe. Es gab zwar, wie auf der Achterbahn, auch immer Tiefen, nicht nur Höhen. Aber Achterbahnfahren war auch immer, das fand ich immer geil, so auf einer Kirmes, so ein Achterbahnfahrer. Und auch die Kartenverkäufer, wie die da immer rumgedüst sind. Ich wäre auch gerne Kartenverkäufer auf der Achterbahn gewesen. Heute an diesem Donnerstag, den 23. Juni 2020, herrscht hier im Westerwald wunderbares Sommerwetter, Segelwetter, ja, Badewetter. Und wir sind froh, aus den Niederungen zurückgekehrt zu sein von unserem Roadtrip, wo wir 5 Tage am Main unterwegs waren. Denn jetzt ist es hier im hohen Westerwald einfach paradiesig. Cool und schön. Place
der Wind hier so verwirbelt. Ja. Schon cool, jetzt im Hochsommer, beginnender Hochsommer mit Temperaturen über 30 Grad in den Niederungen Deutschlands, hier auf ca. 600 Meter auf einer Talsperre zu Hause zu paddeln, zu segeln, wo die Temperaturen ca. 5 Grad kühler sind wie in den umliegenden Tälern. Da wird es hier selten schwül warm. Selten so, dass einem Sommerhitze auf den Geist geht. Im Gegenteil. Heute ist es herrlich warm, herrlich warm. Ein schöner Luftzug weht. Gut geeignet zum Segeln und auch zum sich wohlfühlen, weil es einfach ja nicht dazu führt, dass man stöhnt, jammert und am liebsten ins Haus flüchten würde mit Klimaanlage. Ich habe in meinem Leben auch schon mal Leute gekannt, mit denen war ich vor vielen Jahren zum Kajakfahren an der Soča in Slowenien. Dort ist es im Sommer gewöhnlich ja, ordentlich heiß. Und diese Leute, zumindest Frauen und Kinder dieser Familie, haben auf dem Campingplatz bei Boric das Auto laufen lassen, um sich über die Autoklimaanlage zu erfrischen. Ziemlich kaputt, erinnere ich mich gerade dran, wo ich darüber sinniere. Losing grip upon me life.
song feel long. Too much to fail, too much to fail. One step to stay, no sleep, restless, no much to left. Enough is enough. Broken wings, tearing mind, losing grip, a burning life. Broken wings, burning mind, losing grip, a burning life. Dabei etwas nur rum, wie ein See vor seiner Seuche. Deine Lippen starren stumm, am PC bist du eine Leuchte. Kein Wippen, kein Schwung in deinem Lebensschläuche. Geh doch auch mal aus dem Haus, mach dabei die Augen auf. Guck auch mal zum Himmel rauf, nicht immer nur geradeaus. Auch mal auf einer Welle rocken, nicht nur an den Schwellen stoppen. Nicht nur, auch mal Leben zocken. Leben ist zu kurz, um es zu verschenken. Nur ein kosmischer Whoops, kannst du Lichtjahre denken. Schwing deine Hände, nimm die Beine in die Hand. Vielleicht bist du noch eine Legende, guck mal hin, hast du's erkannt. Schwing deine Hände, nimm die Beine in die Hand. Vielleicht bist du noch eine Legende, guck mal hin, hast du's erkannt. Lass uns auf, aufstehen. Lass uns raus, raus, rausgehen. Lass uns auf, aufstehen. Lass uns raus, raus, rausgehen. Warte nicht auf den perfekten Moment. Der perfekte Moment ist jetzt. Nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt. Warte nicht, ich sag warte nicht, warte nicht, ich sag warte nicht. Warte nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt perfekt. Keine Lust mehr zu warten, ich muss es dir sagen. Du bist alles für mich, Baby, das, was ich will. Du bist mein Flugfall, gesucht überall. Ging durch Höhen, Tiefen, waren Höhen, ganz fiesen, gegen Drachen gekämpft, dir mein Lachen geschenkt. Jedes Monster erkannt, ohne Kompass, sextant auf den sieben Weltmeeren. Für dich fliegen gelernt, vom Piraten verraten, lila Kraken, Tentakel, der Teufel persönlich, Asche, Feuer, Phönix. War wie Captain Jack Sparrow am Ende der Welt, Jules Verne am Südstern, keine Grenze mich hält. Mona Lisa, Da Vinci, mein Licht, das bist du, wie im Song von Avicii, I'm addicted to you. Geil, oder? Auf, aufstehen, raus, raus, rausgehen.
lass uns aufstehen, lass uns rausgehen, lass uns aufstehen, lass uns rausgehen, lass uns aufstehen, lass uns rausgehen, lass uns aufstehen, lass uns rausgehen. Warte nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt. Warte nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt perfekt. Warte nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt. Warte nicht auf den perfekten Moment, der perfekte Moment ist jetzt perfekt. Den Unterschied zwischen Freund oder Feind, denn nicht jeder ist ein Freund, der dein Freund zu sein scheint. Das sind die kleinen Details, die kleinen Details. Kleine Details. Das sind die kleinen Details, die kleinen Details. Ich glaube an keine Grenzen, doch an kleine Details, die einem zeigen, wie weit, einem zeigen, wie frei. Ein Ton fliegt zwischen hoch und tief und trotz Monotonie eine Mondsymphonie ist. Groß und verliebt, dennoch kleinste Synapsen, die darüber entscheiden, ob zwei zueinander passen. Das sind die kleinen Details, die kleinen Details, die den Unterschied machen. Das sind die kleinen Details, die kleinen Details, zwischen Dunkel und Schatten, im Funkeln, im Lachen. Das sind die kleinen Details, die kleinen Details. Dann bist du nicht bereit für die kleinen Details. Ich hab keine Zeit für die kleinen Details. Dann bist du nicht bereit für die kleinen Details. Kennst du das Gefühl, das man hat? Das Gefühl, wenn man lacht, das Gefühl, man ist wach. Bewegen im Fluss.
Stress ohne Lasten zu schultern. Kein Geben, kein Muss, kein Machen und Schuld haben. Bist du bereit, Dinge zuzulassen? Frei, nicht denken, du musst jetzt machen. Kein Adamantium im Körper wie Wolverine. Geist frei von den Dingen, die nach unten ziehen. Gesetz der Resonanz, alles kommt jetzt und dir. Fühl den Takt, fühl die Kraft und der Tanz gehört dir. Es ist dein Tanz. Es ist dein Tanz. Fühl den Beat, die Musik, ganz fließt alles fehlt. Melodien laut am Schweben, fühl den Soundtrack deines Lebens. Fühl den Beat, die Musik, ganz fließt alles fehlt. Melodien laut am Schweben, fühl den Soundtrack deines Lebens. Alles kommt jetzt und hier, fühl den Takt, fühl die Kraft und der Tanz gehört dir, es ist dein Tanz. Fühl den Beat, die Musik, alles fließt, alles fliegt, es ist dein Tanz. Fühl den Beat, die Musik, alles fließt, alles fliegt. Fühl den Beat, die Musik, alles fließt, alles fliegt. Melodien laut und schweben, fühl den Soundtrack deines Lebens. Fühl den Beat, die Musik, alles fließt, alles fliegt. Melodien laut und schweben, fühl den Soundtrack deines Lebens. Du bist so schön. Wenn du nicht mehr denkst, siehst du es nicht, dein Sirius-Lichtblitz noch heller ist als dein Herzschlag in deinem Takt durchlenkt. Boom, boom, chaka, chaka, fühlst du wie dein Herz bebt. Boom, boom, chaka, chaka, fühlst du wie dein Herz schlägt. Boom, boom, chaka, chaka, fühlst du wie dein Herz bebt. Boom, boom, chaka, chaka, fühlst du wie dein Herz schlägt. Dein Tanz. Ja, wir haben heute etwas eigenartige Essensgewohnheiten. Während ich hier eine Hühnersuppe koche, die natürlich ein bisschen spät aufgesetzt ist, heute Abend um 19 Uhr, hat Samira ein Schnellessen gemacht. Quellkartoffeln mit so Matjes in Sahnesoße, Sahne, Gurken, Tomatensoße, also so fertig gekauft aus dem Penny. Verfeinert mit Äpfeln und geriebenen Möhren Sahnequark und Salat. Und ich habe noch ein bisschen Pfirsich-Dressing dazu. Topping, ja, auf jeden Fall war es geil. Und die Hühnersuppe, die gibt es morgen zum Frühstück. Nein! Warum nicht? Ja, ich freue mich schon aufs Frühstück. GoPro-Aufnahme stoppen. So, fertig für heute mit der Kocherei und Spülerei hier Outdoors Freestyle. Jetzt machen wir es uns mal wieder gemütlich. GoPro-Aufnahme stoppen.